Hallo und willkommen zurück zu Planet Coaster. Wir haben das Erdgeschoss soweit endlich fertig. Fehlt natürlich immer noch ein bisschen Beleuchtung, mit der bin ich noch nicht so happy. Aber wir machen jetzt heute in der ersten Etage hier weiter, damit wir die dann fertig bekommen. Und dann, ja, zweite Etage. Und dann sind wir, glaube ich, fast fertig. Und wir machen ganz schön miese, weil ständig alles kaputt ist. So, was mir aufgefallen ist, warte, wir müssen erstmal wieder diese Kamera nehmen, auch wenn ich die nicht mag. Was mir aufgefallen ist, die Säulen gehen nicht bis zur Decke. Da müssen wir uns jetzt was überlegen, wie wir die bis nach oben kriegen. Aber wir könnten dafür auch mal. Machen wir jetzt noch Tag? Nee, passt auf. Wir machen erst die Beleuchtung. Dann machen wir Tag. Und dann, ich bin jetzt fast dafür, die Lampen zu nehmen. Hier immer so zwischen den Räumen. Nein, ich wollte X drücken. So. Ich glaube, das ist so am besten für die Beleuchtung hier oben zwischen den Zimmern. Geht ja auch ratzfatz dann. So, ja, jetzt haben wir hier diese Ecke. Da müssen wir mal gucken, wie wir das dann machen. Sehe nix. Mal hier. Dann würde ich dich, glaube ich, weiter in die Mitte schieben. So ein Flur reicht ja auch, wenn der, sag ich mal, spärlich beleuchtet ist, ne? Das ist. Das muss ja jetzt nicht hell erleuchtet sein. So, dann brauchen wir euch hier. Ist Winkel an? Winkel sind an. Ne, ich glaube, nein. So. Ja, das sieht gut aus. The Cube ist kaputt. Natürlich. Sind wir schief? Ne, wir sind noch an der Wand. Sah gerade nur so aus, als würden wir uns schief bewegen hier. Uah, nicht lecken, bitte. Das macht mich ganz nervös. Okay, dann machen wir jetzt hier im Treppenhaus noch eine Lampe. So. Guck mal mit. Würde sich natürlich hier eine anbieten. Bisschen nah, ne? Ich glaube, das müsste jetzt parallel sein. Nee, ich glaube, du bist schief. Das ist besser, ja. Dann machen wir dich hier hin. Dann hier hin. Dann würde ich sagen, machen wir hier auch noch einen zwischen. Ich glaube, links und rechts könnte auch noch einer hin. Damit das hier, ne, nicht, das ist ja dunkel hier. Oder wir machen hier auch nochmal wieder diese Deckenspots. Aber ich finde, dann geht dieses schöne warmgelbe Licht von denen hier, geht dann so ein bisschen flöten. So. Ja, ich glaube, das finde ich ganz gut. Und da noch einen hin. Und ja, machen wir hier hinten auch noch einen hin. Okay. Dann hätten wir hier schon mal die Beleuchtung fertig. Hier finde ich es ein bisschen arg dunkel. Wobei es geht, ne? Das geht schon. So. Jetzt können wir Tag machen.
und uns dann um die Säulen kümmern. Die müssen wir jetzt ein Stück höher bekommen. Säulen. Klick dich mal an, mach schon mal Steuerung X, dass wir den perfekten gleichen Winkel haben. Ich glaube, nee, du bist ja auch Raster gebunden. Wir brauchen was, was nicht ans Raster gebunden ist. Du bist riesig, ne? Du bist, glaube ich, ein bisschen zu riesig. Genauso wie du. Das ist der gleiche wieder unten. Ich glaube, aber der ist zu kurz, ja. Wir könnten hier aber erstmal nochmal sowas draufsetzen. Oder das hier unten. Die Säule da drauf. Und da oben jetzt hier diesen Knüpsel. Geht, oder? Entweder das oder haben wir noch was anderes für oben? Das ist aber für eckig, ne? Ist auch eher für eckig. Die Runden aber schöner. Oh, ja, ihr seid ja klein. Nee, dann nehmen wir hier das Element, was wir auch da unten haben. Dann hat das so ein bisschen Wiedererkennungswert. So. Sehr schön. Ja, jetzt würde ich sagen, reißen wir die hier einmal alle ab. Warum ist das hier so unterschiedlich? Habe ich da gemacht damals? Hä? Muss ich nicht verstehen, ne? Warum hier zwischendurch mal einer rausguckt? Da ist es ein langer und das ist ein kurzer. Was habe ich denn da gemacht? Aber auffallen tut es nicht, ne? Wenn man unten guckt, ne. Ne, nicht wirklich. Okay, ja, gut. Lassen wir einfach mal so. Dann gruppieren wir uns jetzt die drei. Ne, nicht die Säule. Den Ring. Den Ring. Dieses Kreisding, bitte. Halleluja. Nein, so. Ah, diese Kamera. Ich möchte den Kreis. Was habe ich jetzt ausgewählt? Ich glaube, ich habe nicht Shift gedrückt, ne? So, das, das und das. Sehr gut. Und das kopieren wir uns jetzt einmal hier von Säule zu Säule. Dann haben wir, ja, würde ich noch ein paar Pflanzen setzen. Aber dann haben wir das Erdgeschoss. Nee, nicht das Erdgeschoss, den ersten Stock auch schon fertig. Das ging dann doch jetzt zügiger als gedacht. So. Kamera, diese Kamera, ne? Ich werde mich da wahrscheinlich nie dran gewöhnen. So. Nein, darüber. Den und ich glaube noch einen, ne? Hier an die Ecke. Dann haben wir die Säulen fertig. Die gehen jetzt auch endlich bis zur Decke hoch. Sehr gut. Und jetzt brauchen wir noch Beleuchtung hier dann gleich irgendwie in der Mitte. Da müssen wir dann nochmal gucken.
Pflanzen wollte ich noch. Die Überlegung war jetzt hier oben. Haben wir ja diese wunderschönen modifizierten Blumenkästen. Ob wir die nicht auch hier unten dran machen? Ist die Frage, ob wir hier so zwei nebeneinander machen oder... So. Ich glaube, das geht, ne? Wenn wir uns die jetzt beide kopieren. Sehr gut. Zack. Dann haben wir doch hier auch gleich ratzfatz alles begrünt. So. Rising Raptors ist kaputt, natürlich. Das ist eine Bruchbude hier, dieser Park. Das ist schlimm. Da. Wir haben es gleich, wir haben es gleich, wir haben es gleich. Jeder Abstand sollte schon möglichst gleich sein. So. So. Sehr schön. Jetzt würde ich aber hier an diese kleinen Dinger auch noch einsetzen. Doch, ich glaube, das ist besser. Einen dahin. Und wow. Einen dahin. So, sehr schön. Okay. Dann würde ich damit, glaube ich, das Erdgeschoss abschließen. Sieht relativ gut aus. Hier muss noch ein Geländer hin. Damit die Leute da nicht runterfallen. Da mopsen wir uns hier auch mal eins von denen. Wo ist der rote da? Wollen ja nicht, dass da dann später irgendwann mal ein Kind runterfällt oder so. Dann werden wir in die Verantwortung gezogen. So. So. Gut. Geländer. Sehr gut. Dann geht es hier die Treppe dann hoch in den nächsten Stock. Ist auch cool, ne? Wenn du jetzt hier stehst. Mal, wir machen mal hier das alles weg. Kommst aus deinem Hotelzimmer. Hast dann den Blick hier. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Ich finde das hier auch so cool, ne? Mit den Hotelzimmern, die dann den Ausblick in die Mitte vom Park haben. Das war eine grandiose Idee. Okay, wir haben Erdgeschoss abgeschlossen. Dann laufen wir jetzt mal die Treppe hoch in den zweiten Stock. Ja, in dem auch noch Dinge getan werden müssen. Wobei hier brauchen wir eigentlich nur noch Beleuchtung, ne? Hier brauchen wir doch nur Beleuchtung. So, da können wir auch mal die andere Kamera jetzt wieder nehmen. Oh, viel besser. Gut, dann machen wir doch hier einmal das gleiche wie unten. Ah ja, hier wollte ich auch noch irgendwie so eine Sitzgelegenheit oder so bauen, ne? Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen.
mal wieder hier überall zwischen. Dann hier zwischen. Mal, wie schnell wir jetzt hier sind. Ratzfatz geht das. Oh, nee, das ist schief. Das ist besser. So. Da muss dann auch noch ein Geländer hin. Sonst da keiner runterplumpst. Na, kommst du mit? Komm mit, ich hab dich doch angeklickt. Der schämt sich, der will nicht mit. Gut, dann haben wir noch diese Wand und dann sollten wir es damit dann geschafft haben. Hier machen wir auch nochmal einen hin. Zack. 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 Und die letzte Lampe. Sehr gut. Die Zimmer sind alle beleuchtet. Die Gänge sind jetzt beleuchtet. Sehr schön. Dann klauen wir uns hier nochmal einen Zaun. Kommen Sie mit, bitte. Hier. Ja, das passt doch gut. Jetzt lassen wir das da noch ein bisschen drin verschwinden. Sieht man das? Nein. Zack. Haben wir das auch. Sehr, sehr gut. Die Balken müssen noch nach oben. Bis ans Ende hier. Ja. Okay. Wie können wir das jetzt hier noch abschließen? Ich würde mal sagen, wir nehmen uns so eine Säule, aber eine kurze davon. Hast du da perfekt zwischen? Ich glaube ja. Wenn man es richtig schiebt, auf jeden Fall. Einmal so. Hier nicht, oder was? Na gut, machen wir den und hier nochmal den kurzen. Gut, dass wir da einfach oben auch nochmal so eine Stütze haben. Das können wir ja auch noch bepflanzen. Damit das Ganze dschungeliger aussieht. Tropischer. Ich weiß halt nicht, ob da Efeu die richtige Wahl wäre, aber. Dann noch ein paar Blümchen da reinhauen. Wobei, warte, ne, die würde ich eher dann noch mit auf diese Seite hauen. Oder hier das, was dann so. Ah, aber vielleicht andersrum. Hier an der Säule so ein bisschen runter wächst. Aber da würde ich auch wieder mit eher lila Tönen gehen, so wie wir das bei den anderen auch haben. Oder so. Ja, so ist ganz gut. Sehr schön. Ja, doch, das kann man so machen. Das ist unser Treppenhaus. Dann könnten wir theoretisch ja jetzt. Ne, ich wollte hier immer noch so eine Sitzgelegenheit machen. Ha!
aber ich. Ah, wobei doch, wir haben ja die Sessel. Wo waren die jetzt? Ich glaube, bei Diverses, ne? Diese Sessel und Sofa, die wir ja auch in den Zimmern benutzt haben. Hier kann man zum Beispiel schon mal in die Ecke so ein Tischchen stellen. Haben wir einen Sessel, aber bitte nicht in lila, sondern wir hatten so einen Rotton, ne? So. Oh, hier ein Kamin. Macht das Sinn? Denke ich eher nicht so, ne? Wo ist denn der längliche da? Oh, sehr schön, du hast dir das rot gemerkt. Ja, machen wir den einen davor. Bei nee, ich würde tatsächlich hier das Sofa hinstellen. Über Eck. Und dann eher die so ein bisschen gedreht hier hin. Na. Dass das halt so eine große Sitzgelegenheit ist. Jetzt könnten wir ein bisschen zur Abgrenzung, wenn ich es denn finde, das hier. Ja, man könnte das da hinbauen. Vielleicht ja auch. Moment. Man braucht ja nicht unbedingt dieses Bücherregal da drin. So, das ist einfach so ein bisschen, ne? Muss ich noch einen machen? Gut. Einmal so. Was könnten wir denn dann noch hinstellen? Natürlich Pflanzen gleich noch. Ihr könntet dadurch jetzt auch noch ein Stück nach hinten. Wir haben ja Platz. Na, wobei nicht ganz so. Ich möchte ja noch eine Pflanze hinstellen. Ich vielleicht dann doch eher gerade drehen. So. Tischchen können wir uns hier auch nochmal hinstellen. Man einfach mal so ein Getränk oder so abstellen kann, ne? Was ist denn hier? Für den Kamin oben drauf, ne? Sehr schön. Dann brauchen wir aber nochmal Beleuchtung. Ich würde hier an die Wand nochmal so eine Latüchte setzen. Und hier drauf kann auch eine stehen. Und jetzt ein Blümchen. Hier was Blühendes. So, dann du machst dich doch auch gut hier vielleicht. Mein Lieblingspot, wo ist er? Wo ist mein Pot da? Ja, das geht gut. Der dann da steht. Was können wir denn noch hier dekotechnisch noch draufstellen? Vielleicht noch so eine Orchidee. Auch immer gut. Ja. Requisiten. Hier so eine Weihnachtskugel. Benzinkanister. Falls jemand das Hotel abfackeln möchte. Ein paar Bücher wären doch schön.
Ihr verhaltet euch merkwürdig. Ist euch das bewusst? Die können ja hier an den Pott anlehnen, damit sie ihn. Ja, wobei. Ich will jetzt einfach erstmal so dahin. Einfach nur, damit da optisch noch ein bisschen was liegt. So ein kleines Buch. Falls man sich da abends hinsetzen möchte und noch was lesen möchte. Oh, da habe ich noch eine Idee. Wir haben doch auch. Gab es hier nicht auch einen. Der in dem Zimmer wohnt, ist dann aber auch ganz schön abgefuckt, ne? Wenn dann hier ständig irgendwie so Party vor seiner Tür noch stattfindet abends. Genau, hier ist der Tisch. Und da möchte ich eigentlich schon, dass man da noch runtergucken kann. Machen wir das dann vielleicht anders. Dann kommt der Sessel weg. Der Hocker. Kommt da noch so zwischen. Dann kannst du hier hin. Nämlich eine Idee, passt auf. So, ich hoffe, ich finde das dann auch gleich. Als wir nämlich vor einer Weile unseren Laden eingerichtet haben. Da haben wir ein paar Sachen runtergeladen. Ein bisschen Content vom Themakers Toolkit. Wenn ich es jetzt finde, dann wäre ich sehr glücklich. Da haben wir nämlich auch, und ich finde es nicht, hier oben, genau. Planet Coaster das Brettspiel runtergeladen. Und ich finde, das kann man noch hier so auf den Tisch legen. So, wer da abends Lust drauf hat, kann hier eine Runde spielen. Sehr schön. Das ist doch eine coole Idee, oder nicht? Oder kann sich das mit auf sein Hotelzimmer nehmen oder was weiß ich. So. Damit hätten wir dann hier die Ecke auch eingerichtet. Hier kann man immer noch stehen und runtergucken in den Hof, auf den. Und den Wasserding da. Ja, sehr schön. Dann würde ich das mit. Na, wobei, warte, stopp, nein. Einen Moment, mir ist was aufgefallen. Da muss noch eine Lampe hin. So. Jetzt bin ich zufrieden. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir damit die beiden Etagen im Hotel fertig. Wir gucken dann in der nächsten Folge, wie wir hier diese Ecke noch beleuchtet bekommen. Vielleicht habt ihr bis dahin auch schon was in die Kommentare geschrieben. Das werde ich dann ja sehen. Dann kommt der Deckel oben drauf. Ja. Und dann heißt es, Außenfassade noch schöner machen. Hier hinten den Außenhof gestalten. Und dann können wir endlich mit dem eigentlichen Piratenpark anfangen. Ach ja, wir wollten ja hier noch. Oh, wir wollten ja hier noch die Tiefgarage machen. Oh, aber das. Ja, ich glaube, das kommt später. Ich möchte dann erstmal hier ein paar Attraktionen, damit sich das auch lohnt, die Ecke. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen und Spaß gemacht. Und ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüsselü.